sag's mir noch. La, auch noch Stef. Nicht anmachen. Ach, wir haben ja da bist du ja, Eivor. Hier drüben. Naja, erst die Zeit wird zeigen, ob das Feuer wieder entfacht wurde. Und nun erwartet meine Ehe den Hieb deines Richtschwerts. Wird es nicht komisch sein, diesen Ort zu verlassen? Du hast dein halbes Leben hier verbracht. Ja, aber was hält mich hier? Eine lieblose Ehe und die Grabügel zweier Kinder, die nie geatmet haben? Du klingst traurig. War deine Zeit hier immer schon tragisch? Es gab Tränen, aber auch große Leidenschaft. Liebe, Dummheiten, Reue. Doch geht es nicht jedem so? Die Besten zehrten davon. Was ist mit eurem Plan der Entführung beim Luchnasad? Ist das ein christliches Fest? Ja, ein wundervoller Abend. Die Ernte wird gesegnet. Es gibt Früchte und Feuer. Es wird getrunken und getanzt. Zecher mit vernebelten Sinnen und glasigen Augen. Das ist gut für uns. Und was ist mit dem Schiff, das dich nach Hause bringt? Ich kenne das Richtige. Und der Schiffsführer ist voller Feuer. Komm, ich bringe dich zu ihm. Dieser Schiffsführer, wer ist er? Nicht viel mehr als ein Bursche von 17 Jahren, voll jugendlichem Draufgängertum. Ein Sachse? Ein Däne, obwohl Edred euch Plünderer nennt. Er sagt, ihr wärt ihr, um Englerland auszurauben. Einige vielleicht, doch ich kam, um ein Fleckchen Land zu besiedeln. Ich bin nicht wild darauf, in die Winter meiner Heimat Nordwege zurückzukehren. Nordwege? Ach, es muss wunderschön sein. Schroff und furchterregend und kalt, der gefrorene Norden. So kalt, dass das Licht am Himmel festfriert. Als Straße für die Valkyria, die unsere gefallenen Krieger zu ihrem ewigen Festmahl bringt. Ein ewiges Festmahl ist ein schönes Ende. Wir sind ihr. Das ist ein Hurenhaus. Der Schiffsführer heißt Rolf, in meiner Sprache Rollo. Erzähle ihm von unserem neuen Plan und stimme jeder Belohnung zu, die er verlangt. Du wirst ihn überzeugen müssen, denn wir gingen nicht im Guten auseinander. Ich überzeuge ihn, mit Worten oder mit Gewalt. Sei du nur bereit für mein Zeichen auf dem Luchnasad. Ich soll sprechen mit dir. Ah. Rolf! Ah. 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 Bitte! Ich bin nur ein armer christlicher Bruder und habe nichts mehr zu geben! Jemand ist an der Tür! Oh! Ist das der Hunde, um den ich bat? Esther checkt mich. Hat sie das? Als Abschiedsgeschenk für den Mann, der ihre Glocke zum Klingen brachte? Nein, ich bin hier, um dich zu holen. Kann das warten? Hey! Bring den raus, der sich Rolf nennt. Die Männer des Königs haben ein paar Fragen an ihn. Nein, 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 nein! Einen Moment bitte. Tag, die Herren. Kommt rein. Los! Weg! Hilf mir mal! Ihr verfluchten Dänen, öffnet die Tür! Raus! Schnell! Folge mir! Wir haben dein Lager gefunden. Alle deine Freunde sind gut verschnürt. Niemand wird dir jetzt noch helfen. Ich reiß dir das Herz raus, Däne! Deine Zeit
Zeit ist um. Estrid hat nicht gelogen. Du hast Feuer. Und woher kennst du Estrid? Ich bin nur ein Freund, Eivor vom Rabenclan. Der Melodie deiner Stimme nach ein Nordlicht. Dann musst du mir vergeben. Die Sachsen kannten mein Lager. Es war unbedacht von mir, meine Krieger zurückzulassen. Geh zu deinen Männern, wenn du musst. Sag mir nur, wo ich dich finden kann. Wir haben viel zu besprechen. Nordöstlich von hier an der Flussmündung. Folge mir oder komm, wenn du Zeit hast. Es ist schlimmer als gedacht. So viele meiner Leute sind tot. Und der Rest geht sich an die Gurgel. Sie glauben, einer der euren sei ein Verräter. Locke und Gerhild sind schon das ganze Jahr an meiner Seite. Ich zweifle nicht gern an ihnen, doch meine Leute wurden gefangen und mein Schiff ist fort. Wenn der Verräter noch lebt, schwebt ihr alle in Gefahr. Lass mich mit ihnen reden. Unschuldige haben nichts zu verbergen. Nun gut. Doch pass auf, dass dir Loki keine Lügen ins Ohr flüstert. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Gerhild ist meine eingeschworene Schildmaid und Locke hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Ich sollte mit beiden sprechen und sehen, ob ich im Umfeld des Lagers Hinweise finde. Locke, ja? Wie lautet deine Geschichte? Ich soll dir was erzählen? Dann bring mir einen Krug Ale und wir reden untergleichen. Wenn nicht, kannst du hängen. Wo warst du, als die Sachsen kamen? Auf der Hasenjagd, nicht wahr? Ich bin die Karotten und drüben so leid. Dann hörte ich Gerhild rufen und Hel ward entfesselt. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Gerhild, die mit einem Sachsen sprach. Hab nichts gehört, doch es war nichts Gutes, so viel ist klar. Warum sollte ich dir glauben? Du könntest lügen, um deine Haut zu retten. Frag sie. Sie sagt, sie sei Rolf treu ergeben, aber ich kenne sie von klein auf. Sie war immer schon ehrgeizig und arglistig. Wie lange dient dein Schwert, Rolf, schon? Ich schwor seinem Vater einen Blutschwur. Wenn das heißt, dass ich ihm den Arsch abwische, bis ich sterbe, dann soll es so sein. Und wenn er stirbt, wäre dein Schwur erfüllt. Du musst des Kampfes müde sein. Eines Tages zeche ich in Odins Halle. Aber nicht mit der Schmach der Ehrlosigkeit an meinen Händen. Das war alles für den Moment. Gerhild, richtig? Ja, Rolfs eingeschworene Schildmaid. Ich habe ihm treu und redlich gedient. Wieso glaubst du, ich hätte ihn verraten? Du warst nicht hier, als die Sachsen angriffen. Ich habe gejagt. Es gibt viel Wild im Gehölz vor dem Lager und unsere Leute brauchen Fleisch. Was hast du gejagt? Hasen für Eintopf, Rolfs Leibspeise. Wie stehst du zu Rolf? Ich habe ihm Treue geschworen, solange Englerland und diese fränkische Drude ihn nicht vom wahren Weg abbringen. Unser Volk hat Besseres verdient. Ich höre Neid. Auf Estrid oder auf Rolf? Du weißt gar nichts, Rabenschnabel. Ich sorge mich um meine dänischen Landsleute. Du findest hier keinen Verrat. Locke beschuldigt dich des Verrats.
Er sah dich bei einem Sachsen. Log? Und du glaubst dieser alten Krähe? Seine Knochen sind morsch und sein Verstand verlässt ihn. Oder er wälzt sich in Eifersucht. Such dir was aus. Das reicht fürs Erste. Vielleicht finde ich Beweise, um ihre Geschichten zu überprüfen. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Gerhild ist meine eingeschworene Schildmeid und Log hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Das sieht nach einem guten Versteck aus, um das Ende des Angriffs der Sachsen abzuwarten. Es gibt keinen Grund zu jagen, wenn es genug Frischfleisch gibt. Gerhild, können wir noch mal reden? Du lügst. Ihr habt mehr als genug erlegtes Wild. Du bist klüger, als dein Gesicht erahnen lässt. Ich traf einen Mann aus einem nahen Dorf. Rolf ist nicht der Einzige, der sich mit Einheimischen vergnügt. Das reicht fürs Erste. Log. Du lügst. Ich fand einen Ständer mit Wild in der Nähe. Genug, um das Lager tagelang zu ernähren. Ich sag doch, ich hab gejagt. Bleib dabei und ich sage Rolf, er soll dir den verräterischen Kopf abschlagen. Ich hab im Wald geschlafen, ja? Ich hörte Sachsen durch das Unterholz trampeln, also versteckte ich mich. Ich bin nicht so dumm, mich ihnen allein zu stellen. Das war alles für den Moment. Hast du dich schon entschieden? Gerhild sagt, sie hätte gejagt, genau wie Log. Hasen. Sie jagt selten. Sie ist eine miserable Schützin, schon seit ihrer Kindheit. Deine Schildmaid ist eifersüchtig. Sie glaubt, du vernachlässigst dein Volk, wenn du mit dem Feind schläfst. Sie war immer schon ehrgeizig. Aber sie hat meine Führung akzeptiert, bei ihrem Schild geschworen. Log sah sie mit einem Sachsen. Sie sagte, sie wäre ihr Liebhaber. Und doch hat sie mich oft getadelt, wenn ich Estrid mit in mein Bett nahm. Ich hielt sie nicht für so eine Heuchlerin. Log sagte, er hätte gejagt, aber euer Lager ist voll frischer Hasen. Warum sollte er lügen, wenn er nichts zu verbergen hat? Er ist seines Blutschwurs überdrüssig und wenn du stirbst, wäre er frei. Er ist alt und gebrechlich. Und er hat meinem Vater gut gedient. Ich hätte ihn ohne Blutvergießen entbunden. Er wusste, dass die Sachsen kommen und versteckte sich. Entweder stand er mit ihnen im Bunde, oder er ist ein Feigling. Der traurige Absturz eines Kriegers jenseits seiner Blütezeit. Hast du verlässliche Antworten gefunden? Hab ich. Lass hören. Die Antwort wird schmerzen, doch ich muss die Wahrheit wissen. Log ist der Verräter. Lügen! Verflucht seist du, Junge, dass du auf den Rat eines Fremden hörst! Ein schändlicher Tod auf blutigem sächsischen Boden. Beide hatten Gründe, ihren Jarl zu verraten, doch nur einer war so kaltherzig, es zu tun. Ich hoffe, du hast gut gewählt. Es geht auch um einen Sitz in meiner Halle. Für Eidbrecher gibt es kein Festmahl in Valhall. Er diente meinem Vater,
Doch mich hielt er immer für einen unreifen Knaben. Hier können wir nichts mehr tun. Doch deine Krieger könnten noch am Leben sein. Und wenn sie frei sind, brauche ich deine Hilfe. Es gibt ein Sachsenlager mit einem Steg im Hafen von Walton. Vielleicht wurden sie dorthin gebracht. Ich sagte dir, dass ich loyal bin. Wie kannst du es wagen, an mir zu zweifeln? Vergib mir, Geralt. Doch selbst jetzt wird es einige geben, die das tun werden. Du solltest dich für eine Weile rar machen. Ich hörte von einem sichereren Ort als diesem, südlich von Colincaster. Lass uns ihn anschauen gehen, ja? Es tut mir leid, dass deine Leute leiden, Rolf. Danke, Eivor. Ich habe viel nachzudenken auf unserer Reise. Ich lass dich mit den Gedanken allein. Sünin, leite mich. Rolfs Männer. Eingepfercht wie Hennen. Die werden sofort angreifen. Vielen Dank. Bereiten wir den Raben ein Festmahl mit Sachsenblut! Zeig es mir. Hey, Moment! Sollte die Glocke! Walhall! Walhall, erwartet uns! Die Warnglocke ist drin. Mach das schon!
Beeil dich! Sollte versperrt sein. Mein Schwert bringt dir den Schlaf! Oh.
achtsam. Wir schaffen das. Hallhall, erwartet uns! Schicksal! Kolfs Männer sind frei. Jetzt können wir über die Entführung sprechen. Dein Axtarm ist stark, Rolf. Zweifle nie an mir, Rabennäherer, so wie die sächsischen Knechte. Du hast deinen Leuten die Treue gehalten. Mach weiter so, und dein Name und deine Taten verbreiten sich nah und fern. Ein guter Rat, denn das ist mein größter Wunsch. Wenn dir dein Ruf wichtig ist, dann hilf nun mir. Ich habe einen Auftrag, nachdem dein Name in allen Langhäusern besungen wird. Oh, oh. Erzähl. Ich brauche jemanden mit einem schnellen Wellenross in gutem Zustand, um Estrid über das Meer ins Frankenreich zu bringen. Noch ein Entführungsschwindel. Estrid ist unerschütterlich. Nun gut, mögen zwei triumphieren, wo einer scheiterte. Du musst voll und ganz bei der Sache sein, egal was du für Estrid empfindest. Wir hatten unsere gemeinsame Zeit. Das ist vorbei. Ich enttäusche weder dich noch sie. Wir treffen uns mit deinen Leuten vor Colincaster, in der Nacht des Luchnassad. Geralt ist die Verräterin. Nein, das ist nicht wahr! Rolf, ich bitte dich! Ein schändlicher Tod auf blutigem sächsischen Boden. Beide hatten Gründe, ihren Jarl zu verraten. Doch nur einer war so kaltherzig, es zu tun. Ich hoffe, du hast gut gewählt. Es geht auch um einen Sitz in meiner Halle. Für Eidbrecher gibt es kein Festmahl in Walhall. Sie war schon immer eifersüchtig und nörgelte über jede meiner Entscheidungen. Hier können wir nichts mehr tun. Doch deine Krieger könnten noch am Leben sein. Und wenn sie frei sind, brauche ich deine Hilfe. Es gibt ein Sachsenlager mit einem Steg im Hafen von Walton. Vielleicht wurden sie dorthin gebracht. Ich wusste schon immer, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Erspare mir deine verdrießlichen Worte. Mein Herz ist zerrissen. Geh und mach dich nützlich. Ich hörte von einem sichereren Ort als diesem, südlich von Colincaster. Lass uns ihn anschauen gehen, ja? Es tut mir leid, dass deine Leute leiden, Rolf. Danke, Eivor. Ich habe viel nachzudenken auf unserer Reise. Ich lass dich mit den Gedanken allein.